Ja, hallo meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt alle Weihnachten gut verbracht mit euren Liebsten. Nun gehen wir auf die letzten 2 Tage oder beziehungsweise letzte 1,5 Handelstage bis Ende des Jahres. Und dann hätten wir den Abschluss 2019 und konzentrieren uns auf 2020. Und wünsche natürlich alle auf diesem Wege ein gutes Jahr, ein gesundes und danach ein erfolgreiches 2020 für jeden. Wir wollen doch in einem Kurzfristverfahren, wie immer, doch noch ein kurzes Warm-up beim DAX liefern für die letzten 1,5 Tage, dass wir uns nochmal zusammengesellen, um gewisse mögliche Anhaltspunkte zu haben. Und dieses würde im Moment dann so lauten für den Rest des Jahres. Volumen weiterhin sehr flach und somit alles möglich. Aber konzentrieren wir uns wiederum auf die Blankozahlen dieser Bewegung. Und die lauten wie gehabt. Weiterhin sehen wir kein weiteres Allzeithoch in diesem Jahr bzw. Jahreshoch. Und zwar könnte es sich das so entwickeln im ruhigen Fahrwasser zwischen 13.347 auf der Oberseite bis 13.243 in einem neutralen Bereich und unter 13.243, also das ist ein Tagesschlusskurs sogar, also ein Tagesschluss unter 13.243 könnte uns in die Bewegung Richtung 13.145 bringen, der letzten 2 Tage womöglich. Alles bis dorthin wäre noch alles okay aus Bullensicht. Und dann würde die Konzentration dann aufs neue Jahr hinauslaufen. Und da müssen wir neu justieren, wie immer. Aber man kann aus dieser Richtlinie sagen, wir sind zwischen den Jahreshochs und der 13.145 aktuell gefangen. Und nun heißt es mehr oder weniger, wir hätten eine Schnittstelle auf Wochenbasis bei 13.282 zu vermelden. Und solange wir darüber korrigieren, alles weiterhin seitwärts aufwärts gerichtet Richtung 13.346 und darüber hinaus an den Monats Schlusskurs, kennt ihr ja, 13.382. Und wenn es darüber geht, auf Tagesschlussbasis könnten eine 13.450 noch auftauchen. Und das würde uns aber immer noch unter dem Jahreshochs bringen. Also auch hier alles im Moment in einer Seitwärtsbewegung endend oder mündend. Schauen wir doch mal einen Tick weiter. Und zwar geht es dann weiter in diesen Schlüsselmarke 13.304. Wenn wir die uns vor Augen halten, heißt es, solange wir jeden SSK, also Stundenschlusskurs, darunter halten, wäre A diese 13.145 erreichbar. Und sollten wir doch unverhofft eine Korrekturausdehnung bekommen, weil eben viele sagen, gut, vor Ende des Jahres nehmen wir ein paar Gewinne mit, da wir ja, wie wir wissen, aus den Indikatoren Fair und Feed doch überkauft sind aktuell, also bei den Amis mehr wie bei den Deutschen, kann es natürlich dazu führen, wenn die Amis anfangen ein bisschen zu korrigieren, dass der DAX eben auch dieses mitmacht. Und somit schauen wir uns unterhalb der 13.145 einmal um.
Dann wären Ziele zu nennen, die 12.762 lauten und darunter hinaus noch eine 12.508 auftauchen kann. Auch hier der Schwerpunkt aber wäre die 13.450. Also Fazit. Sollten wir dann schon im nächsten Jahr reinlaufen und alles unter 13.450 bleiben, könnten sich diese unteren Ziele 12.762 und 12.508 als nächstes auf dem Zettel stehen. Es ist nun mal vorausgedacht, muss natürlich jetzt in dem kurzfristigen Bereich nicht sein, da haben wir noch die 1,5 Tage und dann wäre es richtungsweisend, denke ich. Somit, wie immer, kurz, knapp und hoffe alles drin, was wir brauchen an Levels. Also Fazit, ein ruhiger Ausklang unter dem Jahreshoch wäre möglich. Darüber wird sich natürlich das Potenzial weiterhin, das wir auch nennen wollen, Richtung 13.555 sich ergeben. Ob das jetzt erst nächstes Jahr kommt, dafür haben wir gewisse Zeitraffer und die lauten, der 3. und der 13. Erste dürften markante Times sein. Wäre auch auf der Oberseite zu finden, im Endeffekt, da wir die Bewegung immer noch intakt halten in den Bullbereichen. Also nicht wundern, wenn wir die Jahreshochs oder die Allzeithochs erst im neuen Jahr, Anfang des neuen Jahres in Angriff nehmen. So, ich werde in aller Ruhe auch noch nach mehreren E-Mail-Anfragen auch einen Jahresausblick wieder wagen. Da werde ich aber jetzt abwarten, bis das Jahr zu Ende ist, also die nächsten 1,5 Tage. Und dann werde ich versuchen, meinen Gedanken im Jahresausblick 2020 zu tätigen. Bis dorthin würde ich sagen, bleibt uns gesonnen, bleibt gesund und rutscht gut, nicht zu tief, dass er wieder schnell rauskommt. Ein gutes neues 2020 wünsche ich allen auf diesem Wege. Und man hört sich, man ist ja nicht blind. In diesem Sinne, danke euch und noch 2 gute Handelstage und dann auf ins neue Jahr 2020. Danke euch und ciao, ciao.